Das ist aber. Meine Fresse. Was habe ich gestern schon wieder lange Resident Evil gezockt? So, und damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute Linger für euch. Und wir sind schon direkt im Game drin. Mutti, meine Frage jetzt erstmal an dich. Erkennst du es wieder? Erkennst du es wieder? So, was haben wir denn da? Turn off. Den Alarm, das machen wir natürlich aus. Das brauchen wir nicht. Ach, ist ein schönes Blumenbouquet. Wunderbar. Was haben wir hier heute? Die neue Vanity Fair rumzuliegen. Schön. Ah, there's something written in this notebook. Read it. Hi there. Thanks for staying in my apartment. I hope you enjoy your time here. Sadly, there's really bad snowstorm going on outside and you'll have to stay locked in. But don't worry. I will be fine. How about you familiarize yourself with the apartment? Go inside every room and also check out the living room, dining table and kitchen. Place is wonderful. Ja, okay, alles klar. Wir sind hier anscheinend in ein... okay. Linke Maustaste. Wie nennt man es denn? Mir liegt es gerade auf der Zunge. Wie heißt es? Irgendwo eine Wohnung einbieten. Kennt ihr das? Ihr habt das Wort vor euch. Egal. Wir machen mal weiter. So. Ach, schön. Guckt euch das mal an. Ich habe schon damals mal über den wunderbaren Flur hier gestaunt und den schönen Boden. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Und das hier auch diese mit diesen eingesetzten Steinen. Finde ich schön. Sieht gut aus. Das ist eine tolle Wohnung. Airbnb. Meine Fresse. Jetzt habe ich's. Das ist nochmal der Groschen ziemlich spät gefallen erst. So. Jojo. Hey. Grüß dich, dass du da bist. Spät heute bei dir. Ah, ein schönes Arbeitszimmer. Wunderbar, wunderbar. Wir haben auch gerade angefangen. Ah, we can't see. Oh, Chessboard. Never understood this game. Schade. Schach ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Kann ich jedem empfehlen. Oh, Telefon. Turn off phones. Okay, schade. Was haben wir hier? Oh. Oh, Taschenlampe mit rechter Maustaste. A large bookshelf. Seems like the apartment owner is a fan of an old books. Okay, ja. Sieht wirklich gut aus. Also die Schrank fanden die jetzt nicht so, aber die Bücher, gefällt mir. So, das ist wahrscheinlich hier seine Lieblings-Senseo-Maschine. Oder die Pads dafür. Wunderbar. Kann man machen. Alter, wo ist denn so duster hier? Plötzlich. Ah, dieses Bad, Alter. Dieses Bad. Ah, wie ist denn noch Mutti? Habe ich schon damals so abgekotzt. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe tatsächlich nicht, warum macht man sich so eine Fliesen an die Wände? Ich verstehe es nicht. Badewanne, cool, gut, muss man mit Ketchup duschen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ne? Wer bin ich, dass ich richte? Aber diese Fliesen, sorry, das geht gar nicht. Oh, zwei Waschbecken. Ich weiß nicht, seid ihr Freunde von zwei Waschbecken? Ich denke mal, die meisten von euch werden wahrscheinlich in einer Beziehung sein und wissen natürlich um die Pro und Kontras eines Zusammenlebens mit einem anderen Menschen. Ja? Manche Sachen oder manche Leute schwören ja zum Beispiel auf zwei Waschbecken. Also ich zähle jetzt nicht dazu. Ich bin der Meinung, ich kann mit einem Waschbecken leben. Aber ich bin auch der die Bartstoppel hinterlässt. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? So, wir gehen erstmal weiter. Mal gucken, was hier noch so ist. Hallo? Ah, das finde ich schon mal cool. Ja, so ein HWR-Raum irgendwie mit Waschmaschine und Trockner. Ja, die meisten Menschen, die jetzt nicht irgendwie ein Haus haben, werden es wahrscheinlich entweder in der Küche oder im Bad zu stehen haben. Auf jeden Fall die Waschmaschine. Also ich kann drauf verzichten. Was ich sagen, irgendwie. Also so ein separater Raum dafür ist schon geil. Läuft ein bisschen stotterig, wa? Sehe ich gerade. Aber geht noch warm, oder? Zwei Waschbecken, zweimal putzen. Ja, da muss man, das muss man rein pragmatisch sehen. Absolut. So, dann schauen wir uns mal die Küche an. Wir haben ein Waschbecken, reicht aber auch. Da mein Freund eh immer seine Ruhe haben will im Bad. Naja, wer will das nicht, wa? Also, ich kenne jetzt keinen, der jetzt irgendwie sagt, du, nee, hier im Bad kann ja eine Babule sein. Die ganze Zeit, bitte. Würde mich freuen. Ah, wide variation of fresh fruits. Not feeling hungry at this moment. Okay. Küche. Können wir auch drüber reden, wa? Irgendwie, weiß ich auch nicht. Kann man auch... Ist okay. Kann man machen. Ich weiß nicht. Arbeitsfläche und Fliesenspiegel. Weiß ich nicht. Bei Chip und Joanna würde es nicht durchgehen.
So, zeig euch wie das. Our refrigerator will be getting some beer later and enjoy myself while the snowstorm passes. Okay. Turn on the radio. We attribute the success of our people. Who can save mankind? Oh, das ist mein Lieblings-Smooth-Jazz-Radiosender. Thanks for joining us on this episode. Okay. Like inside me, you got walls and a roof. Okay, genug. Genug. So, die Alarmanlage ist an. Disarmed. Okay, ready to arm. So, the door won't barge. What? It's like it is if it was frozen mentally. Okay. Ah, fette Glotze. So, was haben wir hier? Schön. Schön. Ist einfach schön. So, hört sich so... Achso, ich wollte gerade sagen, hört sich wie ein Hubschrauber an, aber es ist der Deckenventilator. Ist das eine Scheiße? Okay. So, the snow on the balcony is blocking the door from opening. Ist immer krass, warum es so, so dunkel wird plötzlich. Eieieiei. The snow is completely covering the balcony door. Ja, scheint wirklich doll zu schneien. Na gut. Okay. Schön hier, schön hier, schön hier. So, war ich hier schon drin? Ach nee, ach, dasselbe nochmal in blau. Oh, und gleich der währenddessen einschlafen. Tag 2. Ah, ja, schön, schön, schön. Also, das Fernsehprogramm hat mir erst dann sehr gut gefallen. Oh, ja, was mag denn heute Schönes in dieser wunderbaren Wohnung? So, haben wir einen neuen Eintrag in unserem Buch? Na, there's something written in the notebook. Read it. Do you hear those frequencies emitting from the electronics? Turn on all electronics in the apartment. Make sure all electronics are emitted frequencies for a couple of seconds. It is very, very rejuvenating. Keine Ahnung, ich habe noch niemals gehört oder gelesen dieses Wort. Okay. Also, wir sollen alle elektrischen Sachen anmachen. Das kriege ich hin. Da bin ich gut drin. Und, wollen wir das wegmachen? Danke. So, Fernseher. Wollen wir denn die Fernbedienung dafür? Ich habe die Quetsche. Schön. Das haben wir an. So, hier ist ja nichts drin. Außer wahrscheinlich der größte Rollkoffer der Welt. Der ist mindestens genauso groß wie ich. Schön. Okay. Schwubbeliwupp. Open the gate. So, haben wir hier noch einen Föhn, den wir anmachen können? Nö. Oh, so, weiß ich nicht, so braune Schüssel, Alter. Wieso? So braune Garnitur. Ey, Mann. So, was haben wir denn hier? Telefon? Können wir das Telefon? Lassen wir auch mal an. Boah. Scheußlich. Einfach nur scheußlich. So, Waschmaschine anmachen? Das wäre, glaube ich, Quatsch. So. Du. So, hier machen wir noch den Fernseher an. Regenerierend. Okay, würde man da nicht irgendwie regenerated sagen? Also, um Gottes Willen, wird es wahrscheinlich so heißen, wenn Google sagt, ist man ja heutzutage schon so doof, dass man sagt, ja, stimmt, stimmt. Kaffeemaschine noch anmachen? Maybe? Eine Silento. Das ist die beste. So, können wir hier noch irgendwie... Herd können wir nicht anmachen. Turn off the lights. Mikrowelle können wir auch nicht anmachen. So, wir müssten jetzt eigentlich alles anhaben, oder? Macht alles so wunderbar Lärm. Bestimmt Jugendsprache. Ja, genau. So, ich würde sagen, alles ass an. Irgendwie alles nervt. Und macht hässliche Geräusche. Oder haben wir jetzt hier noch irgendwas übersehen? Achso, warte mal, den euren Wecker hier, ne? Den können wir vielleicht noch anmachen.
Trinium is accessible. Ah, okay. Tag 3. So, was hast du gemacht? Ich hab heute alle Geräte angemacht. Besser wurde es nicht. Ist scheiße, ey. Ach, Mensch. Ah, liebes Tagebuch, was wir heute wohl machen werden. Ich bin so gespannt. Schnurrsturm, ich immer noch. Schön. So. Und, liebes Tagebuch, was hast du zu sagen? Now that you have experienced the frequencies, follow the next step to become one of them. Auf gar keinen Fall. Turn off all the lights in your apartment. Head to the living room and turn on the TV. Then stare it into beginning the process. That will only work if all the lights are turned off. The apartment must be pitch black. Don't be scared. Trust the process. Nope. Nope. Na gut. So, dann machen wir mal hier erstmal überall Licht aus. Oh Gott. Das wird ja schön. Da freue ich mich. Das wird toll. Ach du Schande. Ja, aber so was will man machen, wa? Wenn du hast ja Langeweile. Jetzt musst du erstmal hier alles Licht aus. Ist auch überhaupt nicht gruselig. Gar kein Problem. Fremde Wohnung, wohlgemerkt. Fremde Wohnung. Was ist denn das? Achso, ist nebenan wahrscheinlich, ja? Holy Scheiße. So, kann man die Lampe ausmachen? Hallo? Schön. So, hier haben wir noch wo. Hallo? Wer bist du? I don't know. So, hier haben wir noch einen Lichtschalter. So, dann machen wir hier noch die schöne. Ich finde die wirklich schön, wa? Diese mit dem Stein eingelassen, finde ich geil. Steht drauf. So, ist erstmal Pitch Black, würde ich sagen. Oha. Na denn, start the process. Na denn, starten wir doch mal den Prozess. Schön. Tag 4. Ja. Schön, das war ja ein toller Film, den wir jetzt angeguckt haben. Oh, und die Tür ist off. Die Tür ist off gegangen. Das Schlimme ist, Gänsepelle. Gänsepelle Deluxe irgendwie. Das Schlimme ist, ich habe das Spiel schon mal gespielt. There's something written in this notebook. Yeah. You're doing good. A friend will be calling in a couple of minutes. Make sure you pick up the phone in the study room and listen carefully. It's only a matter of time till she visits. So, hier, jetzt mach doch den Text weg. Kann ich wieder Lichter machen? Ich würde gerne wieder Lichter machen. So. Wunderbar. So, Study Room war hier, wa? Hallo? Auf gar keinen Fall. Nein, es geht ja nicht mehr an. Hallo, hier ist 1 und 1. Wir haben ein ganz tolles Angebot für Sie. Tag 5. Ja, Alter. Vor allem, er hängt ein Bild von seinem Wohnzimmer ins Wohnzimmer. Berechtigte Frage, Jojo, bin ganz bei dir. Sehe ich auch eher skeptisch. Oh, hi Samara. Na? Moment. Ich muss erstmal mein gruseliges Notebook schauen. There are 3 things that don't belong in this apartment. Search thoroughly and try turning them on. She's getting closer. Can you feel her? 3 Sachen, die hier nicht hergehören. Da sag du nicht.
Was sollen wir denn? Wir müssen wahrscheinlich einfach nur irgendwie damit interagieren, damit das Geräusch aufhört. Ja, diese Klobrille passt hier gar nicht rein. Sorry. Die muss raus. Alter, macht das. Ach, schön. Das ist nochmal so ein Fernseher. Ist nicht stressig. Ist ganz entspannt eigentlich. So grundsätzlich. Läuft hier. Weiß jetzt nicht, ob der Stuhl schon immer an der Decke war, da bin ich mir unsicher. Aber da bin ich flexibel. Naja, ja, das Gedudel ist wirklich übel, war Mutti? Da hinten, wa? Oder? Tag 6. Ja, die Tage sind halt wirklich echt beschissen kurz für ihn hier. Oder für sie. Ich weiß ja nicht, wen wir hier spielen. Wir spielen mich. Ich würde ja nicht mehr aufstehen. Ich würde jetzt einfach liegen bleiben, würde mir den Fernsehprogramm weiter angucken. Vielleicht kommt er raus, kannst ja quatschen. Hey. She's lingers. My eyes, she took them. She doesn't like to be looked at for long. My eyes are somewhere in the house. Don't let her get close. Ja, schön. Fernseher liegt auf dem Boden. Bin ich da hin? Man sollte jetzt Fernseher. Mal auf das Ding! Mal auf das Ding! Nein! Und jetzt, na, wie? So, wir müssen, was müssen wir finden? Augen? Ach, hör auf, mach das Ding auf! Oh, oh, oh! Hau ab! So, wir müssen jetzt hier mal, Ah, hier ist ein, hier ist ein Auge? Ist doch nicht dein Ernst, Alter. Jetzt okay, wirklich drei Augen finden? Muss zwei Augen finden, ne? Zwei. Zwei reichen ja wohl. Nee, nee, nee. Darf ich dich mal zum Essen einladen? Hier, komm, setz rein. Okay, sie darf nicht zu nah an uns rankommen. Ein Auge. Jetzt will ich ein Auge finden. Hör auf, ey. Wo soll ich denn hier jetzt ein Auge finden? Da! Tag 7, ja, 257. Ist Samara, könnte man denken, wa? Damals musstest du dir halt noch ein Video angucken, heute reicht dir ein Livestream anzugucken auf Twitch und schon ein bisschen verflucht. So. Okay, es ist wirklich in-game. Ich dachte jetzt wirklich, es ist ein Alert. Einmal diese verfluchten Airbnb-Hütten. Ist doch immer dasselbe. Ja, der Haustür, der hätte auch mal gemacht werden können hier. Graufaser sieht ganz scheiße aus. Na! Nein. Ich möchte das nicht. Das doch nein, bitte nicht. Das ist weg. Warum genau gehen wir da hin? Was wollen wir denn sonst machen, Mutti? Sollen wir uns wieder hinlegen oder was? Wollen wir uns noch einen Kaffee machen? Wir müssen ja irgendwas auslösen. Ja. Nee, schau. Ich würde sagen, nö. Ah.
Und da steht sie schon, da steht sie schon, da steht sie schon. Ach, ist das schön. Hey, Samara. Na, grüß dich. Du, ich hab das Video kopiert. Ist kein Ding. Ich hab's mir schon angeguckt. Mal meinen Nachbarn. Kannst du da hingehen? Und Pflaster abreißen. Pflaster abreißen. Open Door. Nee, möchte ich nicht. Ach, soll jetzt nicht. Was soll jetzt hier da unten hin und her laufen oder was? Mann, komm du da jetzt her. Das ist doch ja nicht. So ein Blödsinn. Und ich renne ja schon. Ich renne schon. Ah! So. Ah, war alles Gott sei Dank nur ein Traum. Schön. Sie kämpft. Na, ja, wie geht's? Möchte das nicht? Sie weg, die erstmal Zähne putzen. Komm. Verschwinde. Und sofort aus dem Spiel rausgeschmissen. Großartig. Ja, ihr Lieben, das war Linger. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann bitte gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder ob es euch nicht gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn wir euch beim nächsten Projekt wiedersehen. Bis dann. Ciao.